Hallo zum Sport am Freitag mit Leichtathletik und Handball. Am Sonntag steht ja zum 31. Mal wieder der Tübinger Erbelauf an. Wir haben ja in den Nachrichten schon ausführlich berichtet und blicken auch im Sportmagazin nun nochmal auf das Event. Und danach folgt noch ein ausführlicher Bericht über die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen. Vor gut einer Woche haben die Macher des Erbelaufs zum Pressegespräch eingeladen. Der Vorsitzende der LAV Stadtwerke Tübingen, Dieter Baumann, hat für uns netterweise drei Interviews geführt. Mit Olympiateilnehmerin Hanna Klein, mit Dr. Andreas Bartke von der BG-Klinik und mit Jan Haller vom EuGA-Team. Jan, die LAV ist neu verantwortlich für den Tübinger Erbelauf. Es waren schwierige Jahre nach der Pandemie. Ist eine Trendwende zu erkennen von den Anmeldezahlen? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind jetzt bei plus 1200 Anmeldezahlen. Also in Summe haben wir aktueller Stand 3615 Anmeldungen. Also es ist ein deutliches Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und man muss dazu sagen, es ist auch ein... Das sind Rekordzahlen überhaupt für den Erbelauf. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall eine deutliche Trendwende. Ja. So viele Läufer in Tübingen gab es also noch nie durch die Altstadt. Wie viel sind es denn über den 10-Kilometer-Lauf? Wir sprechen ja immer von allen Disziplinen. Nehmen wir jetzt mal den Hauptlauf, 10 Kilometer. Wie viele Teilnehmer sind da auf den Altstadtgassen zu erwarten? Da haben wir tatsächlich 2100 Teilnehmende. Es können sich in den nächsten Tagen noch ungefähr 100 Leute anmelden, aber die müssen schnell sein, weil die Plätze sind schnell ausgebucht. Stand jetzt sind es 2100 Teilnehmende, genau. Ist es nicht auch ein kleines Sicherheitsproblem, wenn so viele Leute durch die Stadt laufen? Kann man noch frei laufen? Wie ist denn die Aufteilung? Wie läuft der Ablauf des Laufes dann ab? Auf jeden Fall ist es ein Sicherheitsproblem, aber auch da können wir auf die Hilfe vieler Volunteers zurückgreifen. Das sind auch mehr Zahlen als im vergangenen Jahr. Da haben wir 375 helfende Hände. Und der Ablauf ist tatsächlich so, dass die Läufe natürlich nicht alle zusammen starten, sondern nach und nach und sich dadurch dann die Teilnehmerdichte etwas verflüchtigt und auch über die mehreren Runden sich das Feld dann streckt. Gib uns noch eine Idee, was ist die engste Stelle, die das Läuferfeld, diese 2000 Leute durchlaufen müssen, die engste Stelle? Die engste Stelle ist dieses Jahr vermutlich unten am Café am See. Da laufen wir über die Terrasse, da können sich die Kaffeegäste nebenher noch das ganze Schauspiel anschauen und den Kaffee trinken, während nebendran eben die Läufer vorbeilaufen. Aber das wird, wenn ich so überlege, die engste Stelle auf dem ganzen Kurs sein. Gell? Also wir drücken die Daumen, viel Erfolg für Sonntag. Dankeschön. Du hattest eine schwierige Vorsaison, im letzten Jahr verletzt, Achillessehnenriss, dann auf und ab in dieser Saison und doch dann qualifiziert. Und ich frage jetzt einfach mal ganz frech, wie war Paris Olympische Spiele? Also die Eindrücke, die ich dort mitgenommen habe, die waren super schön und ich habe es auch echt genossen. Und einzigartige Olympische Spiele mal so zu erleben, wie sie eigentlich sind, nämlich keine Geisterspiele wie damals in Tokio. Deshalb, ja, ich habe so viel aufgesogen, wie ich konnte und habe mich echt gefreut, dabei zu sein. Jetzt Erbelauf, Tübinger Erbelauf, du konntest schon mehrfach gewinnen, ist das richtig? Das stimmt, ja. Ich glaube zweimal, ich bin mir aber nicht sicher. Mehrfach oft gelaufen, zweimal gewonnen. Was erwartest du selber? Deine Saison, vielleicht sagst du noch zwei Sätze dazu, wie es verlaufen ist und wie du jetzt den Tübinger Erbelauf einschätzt in diesem Saisonverlauf, der ja alles in allem schwierig war, hartes Brot. Ja, also ich habe, glaube ich, gemerkt dann auch irgendwann, dass die Saison für mich schwierig war. Dementsprechend sind die Kräfte leider nach den deutschen Meisterschaften schon etwas geschwunden und eine Krankheit hat mir auch die Olympia-Vorbereitung etwas schwer gemacht. Aus dem Grund blickte ich auch danach, nach dem Olympia, auf nicht so eine tolle gesundheitliche Verfassung, weshalb ich eigentlich meine Late Season, die ich machen wollte, ja nicht machen konnte. Und ich freue mich jetzt trotzdem, aber nochmal irgendwie einen Abschluss zu haben bei dem Erbelauf, auch wenn ich jetzt leistungsmäßig nicht mehr so top in Form bin und immer noch ein bisschen zu kämpfen habe.
Aber ich freue mich einfach auf die unheimliche Stimmung. Das ist einfach genial, dass man einen Markt in der Stadt hat, den umbrisch-provinziellen Markt, und das nutzt für einen Lauf. So eine Stimmung kriegt man fast ja, nicht so häufig, würde ich mal behaupten. Und deshalb freue ich mich trotzdem, da nochmal eine Runde durch die Stadt drehen zu dürfen und meinen Saisonabschied zu feiern. Warum ist es so wichtig für die BG, für dich, dass die Handbiker durch Tübingen rasen? Weil es zeigt, dass Menschen mit Behinderung auch bei solchen Events dabei sind, und zwar selbstverständlich dabei sind. Dass es nichts Besonderes ist, wenn Behinderte Sport machen, sondern dass es einfach dazugehört. Und bei unserem Event hier ist es ein fester Bestandteil geworden. Und genau das ist das, was wir brauchen, was wir zeigen wollen. Deine Einschätzung in Sachen Sport, wenn Menschen von so einem Schicksalsschlag betroffen sind, plötzlich die Beine nicht mehr bewegen können, kann Sport ein Ausweg sein, deine Einschätzung da, dieses Schicksal besser zu meistern? Auf jeden Fall. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der Erstrehabilitation, aber auch der weiteren Nachsorge. Sport ist nicht nur gesundheitlich, sondern auch für die soziale Reintegration ein ganz wesentlicher Pfeiler. Im Vorjahr waren übrigens LAV-Athletin Eva Dieterich und der Wahltübinger Maximilian Torwirth die schnellsten. Wir sind dann am Sonntag natürlich auch wieder mit dabei, und jetzt geht's weiter in Pfullingen. Der VfL ist ja, wie berichtet, mit einem 35:25 Heimsieg gegen Fürstenfeldbruck fulminant in die neue Saison der dritten Handballliga gestartet. Das Team hat sich personell verändert, zudem kam ja mit Fabian Gerstlauer auch ein neuer Cheftrainer. Die Stammkräfte Zeiler, Fischer, Hausmann, Roller und Mühlhäuser sind nicht mehr dabei. Neu hinzu kamen Finn Hofele und Sascha Brodbeck, beide von der U19 von Frischauf-Göppingen, Tim Hafner aus Söflingen, Silas Wagner vom HBW 2 und Valentin Moszin, der zuletzt unter Gerstlauer bei der SG H2Q Herrenberg spielte. Zudem noch Konrad Schmidt, der ist mit einem Zweitspielrecht auch für die U19 der SG BBM Bietigheim-Bissingen spielberechtigt und fällt ja aber aufgrund eines Kreuzbandrisses lange aus. Wir haben wie angekündigt noch weitere Stimmen aus der Abhalle. Also wenn man sieht, wen wir verloren haben, das waren einfach in der dritten Liga absolute Topspieler, die teilweise schon höher gespielt haben, teilweise jetzt in der zweiten Liga spielen. Das ist einfach ein Riesenumbruch, und die jungen Spieler, die wir bekommen haben, und auch die Spieler, die aus Ligen drunter kamen, die brauchen natürlich auch ein bisschen, um sich an das Niveau zu gewöhnen. Dann neuer Trainer, neues System in Abwehr und Angriff, das ist einfach viel. Aber die hauen sich unglaublich rein, sind extrem motiviert, und es macht gerade sehr viel Spaß zu trainieren. Aber die zwei Punkte sind halt ein Minischritt, und nächste Woche geht es dann weiter. Natürlich muss ich das finden. Der Trainer hat ein paar neue Ideen, ein bisschen andere Ansätze, will Sachen ausbrechen, was wir natürlich in den Jahren so ein bisschen nicht verschlafen, aber man kommt natürlich in seinen Trott rein. Und mit den Spielern, die wir bekommen hätten, mussten wir vielleicht auch ein bisschen unsere Spielweise ändern. Ein bisschen aggressiv in der Abwehr, ein bisschen offensiver in der Abwehrspieler. Und wir sind natürlich so, wie wir reingegangen sind, oder wie wir ins Spiel reingegangen sind, natürlich schon eingespielt, kann man sagen. Aber man hat es gemerkt, von Minute zu Minute sind wir sicherer geworden in diesem Spielsystem, wo wir einen Tick offensiver sind, einen Tick agiler, agieren auf die Aktionen. Und es hat natürlich heute super geklappt. Natürlich die rote Karte von Mainz hat uns dann auch natürlich geholfen. Da ist nochmal ein guter Spieler weggebrochen. Aber man muss einfach sagen, jeder hat alles gegeben. Wir haben Feuer reingebracht. Ja, und von dem her war es ein verdienter Sieg. Lukas, wenn man die Wochen der Vorbereitung ein bisschen mit dazu nimmt, jetzt heute bis zum ersten Pflichtspiel, neuer Trainer jetzt, auch 5 Neuzugänge. Wie würdest du ein bisschen das einschätzen, das Ganze? Passt es schon gut zusammen? Ich meine, was auffällig war, dass die Neuen ja auch heute ihre Spielanteile gekriegt haben gegen Ende und auch ihren Teil dazu beigetragen haben. So soll es ja auch sein dann. Ja, zu den Spielern, was soll man sagen, das ist wirklich positiv. Jeder passt ins Team. Es sind super Jungs, also da kann man gar nichts sagen. Die geben alle im Training Gas. Wir sind schon Kumpels, kann man sagen. Also in einer kurzen Zeit sind wir schon so, dass wir uns super gefunden haben. Und man hat gesehen, natürlich sind wir am Anfang mit einer erfahrenen Sieber ins Spiel gegangen. Aber wir haben dann immer wieder Elemente reingebracht für die neuen Spieler, wo sie auch ihre Stärke dann bringen können. Also wenn ich an Walle denke, auf Mitte, mit der hohen Abwehr von Fürstenfeldbruck, war natürlich perfekt für ihn, konnte da Elemente setzen. Und so haben wir es natürlich versucht, überall ein bisschen Akzente zu setzen, auch mit den neuen. Und ich glaube, das wird sich die nächste Woche noch besser finden. Das wird sich dann auch zeigen. Jetzt kommen auch schwere Gegner. Das hört nicht auf. Wir haben natürlich jetzt einen super Auftakt gehabt, aber das heißt nichts. Wir haben wieder eine echt gute Truppe zusammen. Vor allem menschlich auch, muss es ja auch immer erstmal passen.
Wir haben ein geiles Team, wir haben viele junge Spieler, die sind hungrig, die haben Bock. Und jetzt müssen wir einfach die nächsten Schritte in der Entwicklung gehen. Das war heute ein guter Start, aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. Jetzt kommen langsam die Spiele alle wieder, man kommt in diesen Rhythmus dann der Saison. Da muss man dann immer noch weiter in der Entwicklung arbeiten. Und ich glaube, da sind wir auf einem echt guten Weg. Natürlich viel Neues, aber ich habe mich durchweg wohlgefühlt. Die Mannschaft hat es mir auch sehr einfach gemacht, also von Anfang an sehr gut aufgenommen worden. Und dadurch, dass wir auch mehrere Neuzugänge sind und ein neuer Trainer, ist für viele der etablierten Spieler hier, glaube ich, auch eine neue Situation. Und dadurch war es jetzt, glaube ich, auch für uns Neuen deutlich einfacher, ins Team zu kommen. Wie lief die Vorbereitung? Wie lief das Ganze? Wie hast du dich hier eingelebt, auch beim Verein, mit dem Team und mit dem Drumherum? Ja, ich bin vom Team sehr gut aufgenommen worden. Es hat sofort gepasst, hat gefixt. Es war schon schwierig, weil es ja eine komplette Umstellung war. Es war ein kompletter Change von einem anderen System und da haben wir schon Zeit gebraucht. Also wir hatten ein paar Ergebnisse, mit denen waren wir auch nicht so zufrieden, aber wir waren geduldig bis dahin, hatten zwei gute Spiele in der Vorbereitung auf Augenhöhe mit Convestheim und Oppenweiler. Und wichtig ist, dass wir immer wieder Grundstein für Grundstein aufeinander aufbauen. Und ich glaube, dann wird es auch irgendwann mal nach dem 5., 6., 7. Spiel so sein, dass wir uns immer wieder ein bisschen weiterentwickeln können. Mich freut es, dass wir eigentlich alle Spieler haben heute spielen lassen können, dass viele neue Spieler auch schon uns helfen konnten, schon so früh in der Phase, und das ist der richtige Weg. Aber da müssen wir auch weitermachen, das ist jetzt so die Basis, weil es kommen noch viele schwere Aufgaben. Und nächstes Spiel in Pforzheim auswärts wird dann auch noch ein Gradmesser für uns. Wir haben viele etablierte Spieler verloren. Wir haben einen neuen Cheftrainer dazu gewonnen. Viele gute, junge Spieler mit Potenzial ebenfalls dazu gewonnen. Wir haben mit Flo Möck auch unseren Cheftrainer auch verloren. Also, um es zusammenzufassen, die ersten 3 Monate der Vorbereitung reichen natürlich längst nicht aus, um uns jetzt hier voll eingespielt und auch, dass alle Spieler, die ganze Mannschaft, die komplette Spielideen, Abwehr und Angriff vom Trainer übernommen haben, dass das schon reicht. Nein, wir befinden uns auch immer noch, oder vermutlich auch eine ganze Weile noch, im Transformationsprozess hin zu einer neu entwickelten Mannschaft mit neuem Konzept, neuer Idee, mit neuen Spielern. Und ja, wird spannend zu sehen, wie es sich verhält. Wir werden nicht immer so schöne Tage erleben wie jetzt heute Abend hier in der Kollapssporthalle. Wir werden auch durch Täler gehen müssen im Laufe der Saison, das ist uns allen bewusst. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass die Mannschaft zusammenwächst, gemeinsam mit dem Trainer in den nächsten Wochen. Und so Spiele wie heute auch weiterhin dann in den kommenden Wochen auf die Platte zaubert. So eine Achse jetzt vom Torwart angefangen, dann auch mit dem Lukas Sis natürlich als Kapitän und Niki Roth und so und auch ein paar andere sind ja schon ein paar Jahre hier. Das ist dann halt auch eine gute Mischung wieder mit den Jungen, dass er da so ein bisschen diese Struktur dann auch ein bisschen noch fortführt. Genau, richtig. Also unser Pfullinger Kern zu dieser Saison ist glücklicherweise erhalten geblieben. Sind wir sehr froh drum und haben einfach versucht, punktuell die Mannschaft mit jungen Talenten aus der Region zu ergänzen. Und es ist der viel umschriebene Pfullinger Weg für uns. Es funktioniert nicht anders bei uns. Wir sind nicht so finanzstark wie auch andere Drittligisten inzwischen. Und deshalb ist das immer wieder ein spannendes Projekt, das man da angeht. Und wir freuen uns gemeinsam, die Entwicklung zu sehen, wie sie in den nächsten Wochen, wo sie hingeht. Wie gesagt, nicht immer nach oben, es wird auch nach unten gehen. Schauen wir mal. Der VfL war ja in den letzten Jahren immer wieder vorne mit dabei. Vergangene Runde wurde man Fünfter. Die Liga ist nun etwas neu zusammengesetzt. Was ist drin in dieser Saison? Das ist alles extrem schwer einzuschätzen. Von daher müssen wir schauen, dass wir Spiel für Spiel denken und nächste Woche wieder 2 Punkte holen. Und wenn wir dann so weitermachen und keine größeren Dinge in Sachen Verletzungen passieren, dann haben wir, glaube ich, die Chance, jede Mannschaft zu schlagen, aber genauso können wir auch gegen jede Mannschaft verlieren und von daher müssen wir hart arbeiten einfach. Im ersten Drittel wollt ihr euch schon rumtummeln. Wird man dann sehen. Klar, man will immer Ziele höher, verstehe ich auch. Wir haben uns aber auch selber in der Mannschaft gesteckt, dass wir kurze Ziele stecken. Also dass wir wirklich nicht die ganze Saison abwarten und sagen, wir wollen auf die Platzierung oder auf den Platz. So, wir wollen uns immer kurze Ziele stecken, von Spiel zu Spiel, denke, kleine Phase haben. Man muss auch ein bisschen darauf reagieren. Wir sind natürlich auch so ein bisschen mit Verletzungen bis auf Konrad sind wir da recht gut durchgekommen.
Aber wir müssen darauf reagieren und von dem her sind wir mit den kurzen Zielen, glaube ich, erfolgreicher. Aber natürlich, am Schluss wollen wir trotzdem erfolgreich Handball spielen. Um das geht's. Und wir wollen nicht nur um goldene Ananas irgendwie spielen und nur wegen dem Klassenerhalt gucken, sondern wir wollen schon unsere Akzente in der Liga setzen. Wir wollen zeigen, dass wir da sind, auch mit dem Umbruch, und dass wir immer noch der VfL Pfullingen sind. Ja, also wir schauen jetzt gar nicht so weit nach vorne. Für uns ist es wichtig, so mal die ersten drei Spiele zu sehen. Jetzt in Pforzheim eine schwierige Aufgabe. Danach kommt Aue nach Hause. Das wird natürlich ein absolutes Highlight auch für die Fans, denke ich mal, werden. Und da werden wir dann sehen, wie wir dastehen, mit wie vielen Punkten. Und dann können wir auch mal vergleichen mit anderen Mannschaften. Okay, ja, und die Fans sind ja hier immer ein Faktor. Aber heute war noch ein bisschen Luft, aber war auch heiß und noch Ferienzeit. Und Feste sind auch noch ein paar in der Region. Also da kracht es dann in den nächsten Wochen hier nochmal richtig. Bestimmt. Wenn alle aus dem Urlaub zu Hause sind, dann werden es nicht 800, vielleicht auch mal 1000 Zuschauer sein. Da freuen wir uns natürlich drauf. War die letzten Jahre sehr erfolgreich. Jetzt wieder eine neue Konstellation, auch ein paar neue Gegner sind mit dabei. Aber ihr wollt ja schon wieder da im Vorderfeld euch da tummeln, oder? Ja, also ich glaube, mit diesem Umbruch, mit diesen vielen jungen Spielern, darf man nicht zu früh euphorisch werden, jetzt auch nach dem ersten Sieg. Wir wollen gucken, dass wir uns, wie gesagt, dass wir diese Entwicklung vorantreiben, dass wir schnell viele Punkte holen, uns hinten absetzen, und dann kann man vielleicht mal zur Rückrunde schauen, was, wo man steht, wie ist der Stand, was kann man machen. Aber so ist jetzt erstmal Piano, weiterentwickeln, weiter ruhig bleiben, Punkte sammeln und dann schauen wir. Vorgenommen haben wir uns tatsächlich gar nicht so viel, sondern dass wir eher von Spiel zu Spiel oder in kurzen Phasen das Ganze ein bisschen uns vornehmen. Aber natürlich wollen wir zu Hause immer ein gutes Bild abgeben und dann natürlich möglichst jedes Spiel gewinnen. Und dann, wie gesagt, schauen wir von Spiel zu Spiel. Ja, also wenn wir letztes Jahr schon von einer sehr, sehr starken Drittliga-Südstaffel gesprochen haben, müssen wir das dieses Jahr auch wieder tun. Wir haben zwar andere Mannschaften dazu bekommen aufgrund der Staffeleinteilung mit Aue, Blauen, Landshut, aber die Stärke in der Breite der Liga ist brutal. Da wird jeder Spieltag ein Kampf sein. Und ja, dann wird man schauen, wo sich für uns hin entwickelt. Wir wollen jetzt schauen, dass wir schnellstmöglich Punkte sammeln, um uns nach hinten abzusichern. Und dann müssen wir schauen, wie sich die junge Mannschaft entwickelt, gemeinsam mit dem neuen Trainer. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Freuen uns auf jeden Fall auf weitere Heimspiele, genauso mit einer tollen Atmosphäre, wie es heute der Fall war. Und dann ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Kurzfristig geht die Reise erstmal am Samstag in die Goldstadt zur SG Pforzheim-Eutingen. Die hat nach zwei Spielen noch keinen Punkt. Das nächste Heimspiel steigt dann am Samstag in einer Woche gegen den stark gestarteten EHV Aue. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.